Wesentlich besser aus, wie die Leute hier vorne gesagt haben. So viel Leid da. Just like in heaven, only a few people. Das war unser erstes Stück, wie Sie sicherlich sorry, es hieß All So Simple, ist von beiden geschrieben und es geht darum, wie einfach eigentlich alles im Leben sein könnte. Wenn nicht, aber darüber brauchen wir uns jetzt nicht verbreiten. Ich möchte Ihnen die Band vorstellen. Sarah Galitz am Tenorsaxophon. Und Gesang. Die Stirsch am Piano. Ein großer Donner am Bass, Stefan Glaubitz. Der kleine Donner am Schlagzeug. Ralf Außerbauer. Mein Name ist Zinedine Zidane und ich freue mich, dass wir am vergangenen Mittwoch den FC Bayern abgeliefert haben. Thank you.
Vielen herzlichen Dank für Ihren Applaus. Ich bin CD verbunden. Das Stück heißt Big Bern und ist ebenfalls von uns. Warum es so heißt, ist ganz klar. Die letzten Töne da, 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 erinnern uns Glockenspiel in München am Marienplatz. Nee, geht natürlich tatsächlich um die große Uhr beim Brexit. Englischen Parlament. Der Brexit. Da, die, da. Und jetzt haben wir noch einen Kracher, nachdem wir sowieso aus Tempels ein bisschen hochgefahren haben. Ein Stück, das sich wieder mit den Gegebenheiten, den widrigen oder auch den positiven des Lebens befasst, heißt Life Can Be So.
Inflation scheint in Schwalter etwas größer zu sein als bei uns in Bayern. Aber egal, sowohl hier als auch bei uns in Bayern ist Frühling und deswegen heißt das nächste Stück aus der Feder von Dieter Knirsch Spring Explosion. Spring Explosion. Spring Explosion, Dieter Knirsch,
Wir kommen jetzt zum Gegenteil von Frühling, nämlich der traditionellen portugiesischen Musik. Die heißt Fado und da ist Schluss mit lustig. Sarah Gallitz wird Ihnen jetzt ein Stück singen, das heißt Fado do Torero. Es geht um eine Frau, die einen Torero liebt. Und jedes Mal, wenn er in die Arena geht, hat sie fürchterliche Angst, dass er stirbt. Sie fällt auf die Knie und sie betet, er möge überleben. Und genau davon handelt das Stück. Thank you.
aus ihrer Heimat Portugal. Fado do Toreiro. Now to something completely different. Wir haben eine kleine Serie von Stücken, die immer anfangen mit Piece of. Es gibt Piece of Stone, Piece of Wood, Piece of whatever. Und nachdem hier gerade vorher ein Glas kaputt gegangen ist, heißt das nächste Stück passenderweise Piece of Glass. Thank you.
Piece of Glass, eine Ode an das zerbrochene Glas wie vorhin. Und wir kehren jetzt wieder in etwas konventionellere Gefilde zurück. Das nächste Stück ist das Titelstück unserer CD, die wir natürlich auch für Sie mitgebracht haben. Die CD heißt Garrett und so heißt auch das Stück Garrett. Thank you.
CD, ich kann es gar nicht oft genug sagen, deren Erwerb nicht nur für Sie, sondern auch für uns ein äußerst großer Gewinn wäre. Wo gibt es denn die? Die haben wir hier! Oh. Kein Schicken, kein umständliches Bestellen. Genau. Oh, kein 299, nicht 299, sondern nur 199 Euro. Kein Download aus dem Internet, wo eben der Rechner crasht und hinterher muss man das Ganze nochmal anleiern und hat bezahlt und hat dann eben nur kaputte Dateien. Nee, bei uns gibt es wirklich echte Hardware. Und keine Werbesendungen, Sie hören nie mehr was von uns. Nee, okay, Entschuldigung. Das heißt doch, Sie hören noch eine ganze Menge von uns, wenn Sie sie kaufen. Nämlich die CD. Eines haben wir noch ebenfalls ein Stück von dieser CD und das heißt Spider's Jump und dreht sich darum, dass unsere Portugiesin große Angst hat vor allem, was klein ist und 8 Beine hat. Spider's Jump. Andrews. Thank you.
Gesellschaft. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause. Und ich weiß nicht, was Sie tun. Wir werden auf jeden Fall mal was trinken. Ich empfehle Ihnen das auch. Ansonsten telefonieren Sie alle Leute zusammen, die Sie noch irgendwie finden. Auch noch für Tisten. Ja. Und wir werden im nächsten Set haben wir dann zumindest schon mal einen lieben Gast, der mit uns mitspielen wird. Und alles weitere wird sich finden. Erst einmal schöne Pause. Die Kirsch am Klavier. Und unsere Tradition, Sarah Garnitz. Bitte was dazu kommen, Sarah.